Wie finde ich gute Aktien? Ich glaube, diese Frage, die umtreibt so ziemlich jeden Menschen, der sich länger mit dem Thema Geldanlage beschäftigt. Wir beschäftigen uns heute mit der sogenannten technischen Analyse. Das ist eine Methode, die auch von den Profis genutzt wird. Und mit einem davon spreche ich jetzt gleich, nämlich Jörg Scherer. Das ist der Leiter der technischen Analyse bei HSBC. Was man mit der technischen Analyse so alles anstellen kann und wie wir sie beim Investieren und Traden optimal einsetzen können, das verrät uns Jörg jetzt und hat dafür auch ein paar Beispiele mitgebracht, mit denen er uns das mal zeigt. Bleibt dran, es lohnt sich, der Mann weiß nämlich, wovon er redet. Und damit herzlich willkommen, ich bin Felix von Finanzen der Ratgeber. Ja, hallo lieber Jörg, schön, dass du den virtuellen Weg zu uns geschafft hast und dir heute die Zeit nimmst. Hallo Felix, danke für die Einladung und danke für die Möglichkeit, hier für die technische Analyse mal so ein bisschen eine Lanze brechen zu dürfen. Ja, wir sind auch schon sehr gespannt, was du uns so mitgebracht hast und zu erzählen hast. Aber erstmal vorab die Frage, wir sprechen ja heute über die technische Analyse. Jetzt ist die Frage, warum heißt das so? Was ist daran technisch? Ja, sag mal, ihr kennt wahrscheinlich die Kollegen von der fundamentalen Seite, die schauen sich die Unternehmenszahlen an, Gewinne, Margen, Umsätze. Und davon macht sich der Techniker vollkommen frei. Wir schauen nämlich rein auf die grafischen Kursverläufe. Vielleicht ziehen wir noch ein paar Indikatoren, Umsatzentwicklung hinzu. Aber ich sag mal so, die Grundannahme ist die, dass alle verfügbaren Informationen sich im Kursverlauf, im Chartbild wiederfinden. Und die Psychologie der Marktteilnehmer, und zwar wir alle als Aggregat, als große Masse der Marktteilnehmer insgesamt, wir neigen auch dazu, psychologisch die gleichen Muster auszuprägen. Und dann sind wir gleich schon tief in der Materie drin, denn das führt dann im Umkehrschluss auch dazu, dass es wiederkehrende Chartformationen gibt, die der Techniker dann wieder versucht zu nutzen und eben auch greifbar und anwendbar zu machen für die Kursprognose. Schauen wir mal vielleicht ein bisschen aus Sicht der Anfänger auf das ganze Thema. Wir haben in unserer Zuschauerschaft ja auch viele Menschen, die das noch nicht so lange machen und die da erstmal einen Einstieg finden müssen oder einen Zugang finden müssen. Jetzt wäre die Frage, wie kann ich denn die technische Analyse lernen, beziehungsweise was muss ich wissen und wo muss ich anfangen? Ja, ich fange jetzt mal ganz einfach an. Artikel 1, Grundgesetz der technischen Analyse. The trend is your friend. Ja, hat jeder schon mal gehört, vielleicht auch in der Zeitung schon mal gelesen oder bei Finanzen gesehen, gehört. Und entsprechend sind Trends für den Techniker ganz elementar und ganz wichtig. Vielleicht mal, was ist überhaupt ein Trend oder wie kann ich den greifbar machen? Wie kann ich den messen? Wenn sich die Kurse über einen gewissen Zeitraum stabil in die eine oder andere Richtung bewegen, dann sprechen wir von einem Trend. Ja, das ist so ganz rudimentär und wichtig. Der Techniker versucht, den Trend zu nutzen, mit dem Strom zu schwimmen, mit dem Strom zu agieren, denn die Trendwende, das ist erstmal der Nebenkriegsschauplatz. Wir unterstellen lapidar in allem, was wir tun, dann damit explizit, dass sich ein einmal etablierter Trend auch tatsächlich fortsetzen wird. Und daher sind wir schon mal ganz gut unterwegs, wenn wir denn einen Trend gefunden haben. Du hast ja jetzt auch schon so ein bisschen von Trends und von Charts und von Formationen geredet. Das klingt natürlich jetzt alles relativ komplex. Gibt es da bestimmte Tools, die man nutzt? Und damit verbunden auch die Frage, die uns ja immer häufiger begleitet zurzeit, auch im Bereich Finanzen und Trading. Was für eine Rolle spielt denn die künstliche Intelligenz? Ja, es sind ja eigentlich zwei oder fast drei Fragen in einem. Ich fange mal vorne an mit der Unterstützung beim Chartlesen, beim Trend erkennen. Ein Tool habe ich auch gleich noch dabei. Schauen wir also im Praxisteil nochmal explizit drauf, wie man Trends filtern kann. Und natürlich gibt es Chartprogramme, Softwareprogramme, die wir nutzen können. Ich selber logischerweise habe den Luxus, ein recht teures nutzen zu dürfen. Aber es gibt auch viele kostenfreie Hilfsmittel für den Anfänger, wo man sich mal vertraut mitmachen kann. Ist das überhaupt was für mich? Kann ich die technische Analyse für mich sinnvoll einsetzen? Und von daher eine herzliche Einladung da,
sich dem Feld zu nutzen, zu nähern und Chartprogramme, die viele Broker, viele Datenprovider anbieten, sich damit auseinanderzusetzen und da vielleicht auch die Vorzüge der technischen Analyse kennen und schätzen zu lernen. So, der zweite Teil der Frage nach der künstlichen Intelligenz. In Stuttgart war ja gerade die Invest, ja, und also die größte Finanzanlegermesse in Deutschland. Und es war tatsächlich eine vielgestellte Frage. Herr Scherer, schreiben Sie Ihre Texte noch selber? Ja, oder lassen Sie es schon schreiben mit der KI? Ja, im Journalismus ist es ja oft ein Qualitätsmerkmal in Anführungszeichen, wenn man noch selber schreibt. Und ja, für meinen Newsletter, für den Newsletter der HSBC, das HSBC Daily Trading, also unser börsentäglicher Trading Newsletter, wo wir uns mit DAX und Co. auseinandersetzen, Einzelwerten, Rohstoffen, Commodities, was auch im Moment so technisch gerade einem unter den Nägeln brennt. Dafür kann ich das explizit sagen. Der wird von mir jeden Tag Hand zu Fuß mit Inhalten gefüllt, ist also noch nicht KI-basiert. Ich denke auch, wenn man mal so ein bisschen vielleicht den unterschwelligen dritten Teil der Frage mit betrachtet, wo stehen wir denn in 5 Jahren oder wo wird das Thema uns in ein paar Jahren mal mit beschäftigen? Also ich glaube nicht, dass die KI mich mal verdrängen wird. Ich habe also nicht wirkliche Zukunftsängste, aber ich denke, so wie ich jetzt mein Chartprogramm als Hilfsmittel, als Tool bei einer Analyseerstellung nutze, werde ich in 1, 2, 3 Jahren eine künstliche Intelligenz oder eine KI-Unterstützung haben. Wo ich sage, ich habe dies oder jenes Muster, das weiß ich aus der Erfahrung raus, und die KI wird mir sagen, aber dieses Muster kannst du noch in der Art und Weise weiterentwickeln oder verfeinern oder verbessern. Ja, und deswegen glaube ich, wird es ein Hilfsmittel sein, so wie wir heute die 200-Tageslinie im Chartprogramm mit reinlegen können und verwenden können, wird es dann die Hilfsmittel seitens der künstlichen Intelligenz geben. Jörg, jetzt hast du ja die technische Analyse durchaus schon viel angepriesen und so die Vorteile auch ein bisschen schon skizziert. Jetzt wäre aber natürlich ehrlicherweise auch interessant zu wissen, was kann denn die technische Analyse nicht? Also wo liegen vielleicht auch die Grenzen bei dieser Methode? Ja, also ich möchte nicht den Eindruck erwecken, dass technische Analyse hier die eierlegende Wollmilchsau ist. Ja, wenn Anlegerinnen und Anleger eine Linie in den Chart legen, dass wir alle dann ganz schnell ganz reich werden. Das ist ein ganz, ganz schmaler Grat, dieser Gedankengang. Deswegen an der Stelle Vollbremsung. Ja, so funktioniert das nicht. Ich sag mal so, im Vergleich zu anderen Analysemethoden. Die Wahrheit liegt im Chart. Ja, wenn es aber eine fundamental wirklich bewegende neue Nachricht gibt, ja, dann dauert es, bis die im Chart sich niederschlägt und wiederfindet. Und ich sag mal, dieses Eventrisiko, was man bei Unternehmenszahlen oder ich sag mal auch geopolitischen oder sonst welchen Rahmenbedingungen, die großen Rahmenbedingungen, wenn die sich tatsächlich ändern, dann stößt natürlich auch, das sind die Phasen, wo technische Analyse an ihre Grenzen stößt. Aber dieses Eventrisiko, das haben wir natürlich auch bei anderen Analysemethoden, ne, in aller Ehrlichkeit. Ja, das sind so die Stellschrauben. Vielleicht baue ich auch nochmal eine Brücke am Ende. Ich halte also gar nicht zwischen dem Glaubenskrieg, fundamentale Analyse auf der einen Seite, technische Analyse auf der anderen Seite. Am Ende der Tage wissen wir so wenig, wie Preise an Kapitalmärkten zustande kommen, dass wir doch am besten die ganze Klaviatur nutzen sollten. Und möglicherweise sind es auch ja, besten Gelegenheiten, wenn beides irgendwo ein Stück weit auch Hand in Hand geht. Wir wollen ja heute auch nicht nur über Aktien und Aktienindizes sprechen, sondern natürlich ganz bewusst auch über andere Anlageklassen. Ein paar davon hast du jetzt im Laufe des Gesprächs auch schon mal genannt. Was jetzt interessant wäre, kann man denn einen Aktienchart mit der technischen Analyse genauso gut analysieren wie jetzt beispielsweise einen Goldchart, um jetzt mal Beispiel Rohstoffe zu nennen? Oder allgemeiner gefragt, ist denn
Sind die Chartverläufe immer gleich oder muss man da je nach Assetklasse bestimmte Dinge beachten oder gehen bestimmte Bereiche der technischen Analyse bei einer Anlageklasse besser als bei der anderen? Vielleicht kannst du das mal so ein bisschen einordnen. Ja, also salopp formuliert, brauche ich einen Kursverlauf, brauche ich einen Chart, damit ich mit meiner Analyse starten kann. Und damit ist es erstmal zweitrangig, ob wir über einen Bund Future, über einen DAX, über Siemens oder Schweinehälften reden. Ja, meine Analyse beginnt dann, wenn ich einen grafischen Kursverlauf habe und dann steigen wir da ein. Ne? Die Psychologie der Marktteilnehmer, die zu wiederkehrenden Kursmustern führt, die haben wir sozusagen am Aktienmarkt genauso wie beim Gold, im Edelmetallbereich, weil am Ende spiegelt sich in diesen Kursmustern Angst und Gier der Marktteilnehmer wieder. Und wenn wir im Bitcoin gerade einen Aufwärtstrend haben und möglicherweise auch ein bisschen Euphorie, dann ist das ähnlich, wie wenn der Aktienmarkt 2 Jahre in Folge gestiegen ist. Ja, dann kann man die Euphorie und die Hochstimmung förmlich greifen. Ja, also die kurze Antwort, die Asset-Klasse ist nicht so entscheidend. Ich kann mit meinen Methoden genauso am Aktienmarkt wie beim Gold, bei Euro-Dollar oder so agieren. Wenn ich, sag ich mal, im institutionellen Umfeld, also bei den Fondsgesellschaften, Pensionskassen, Versicherungen dieser Republik unterwegs bin, dann heißt das neudeutsch so schön auch, dass die Präsentationen vom Jörg Scherer, die sind immer so schön Multi-Asset. Ja, dann geht es über Zinsen, Renten, Währungsseite bis hin zu Gold und Silber und am Ende noch auch mal ein bisschen die Aktienseite beleuchtet. Also Multi-Asset. Das ist dann am Ende auch eine Stärke der technischen Analyse, dass ich mit meinen Verfahren wirklich die unterschiedlichen Asset-Klassen beleuchten kann. Jörg, ich glaube, das war jetzt die perfekte Überleitung. Die Stärken der technischen Analyse, da haben wir jetzt lang genug drüber gesprochen. Ich glaube, jetzt wollen wir alle was sehen. Und du hast im Vorgespräch gesagt, wir starten mit dem Trendkompass. Vielleicht magst du deinen Bildschirm mal teilen und uns erklären, was es damit auf sich hat. Ja, wir haben das Thema Trends ja schon mal so ein bisschen in der Anmoderation gestreift und die Trends spielen wirklich die herausragende Rolle für den technischen Analysten. Wir haben ein tolles Tool, ein tolles Hilfsmittel auf unserer Webseite hsbc-zertifikate.de, nämlich unseren sogenannten Trendkompass. Da filtern wir jede Woche ja, gut 100 Basiswerte. Ich habe jetzt beispielsweise hier den DAX mitgebracht, also die 40 DAX-Werte. Gibt aber noch deutsche Nebenwerte und internationale Aktien, sodass wir in der Summe jede Woche auf eine dreistellige Anzahl an Werten kommen. Und wir filtern einmal den kurzfristigen Trend und einmal den langfristigen Trend. Ja, auf der Webseite ist es ganz genau erklärt, mit welchen beiden Hilfsmitteln wir das tun. Aber ich kann jetzt hier mal exemplarisch beim DAX zeigen, hier oben der grüne, das grüne Viertel, das sind sozusagen aktuell die DAX-Werte, welche beide Kriterien erfüllen. Also kurzfristiger und langfristiger Aufwärtstrend. Vielleicht eine Adidas, eine Commerzbank, eine Siemens Energy, im Moment die trendstärksten deutschen Werte. Ja, und auf der anderen Seite der Skala haben wir irgendwo eine Continental, eine Sartorius. Das ist leider sozusagen die rote Laterne. Hier haben wir also einen kurzfristigen Abwärtstrend und einen langfristigen Abwärtstrend. Also vielleicht mal, wenn man zumindest trendfolgend unterwegs ist, die Werte, um die man im Moment eher einen Bogen machen sollte. Und da könnt ihr sozusagen also jede Woche reinschauen und kriegt so eine Idee, wie viele Titel sehen für einen DAX gut aus, wo ist es vielleicht momentan ein bisschen schwieriger. Und es gibt noch eine dritte Dimension dieses HSBC-Trendkompasses. Wenn ihr euch euren Lieblingswert herausgreift und da draufklickt, ich mache das mal für Rheinmetall zum Beispiel, dann seht ihr auch die Veränderungen der letzten 8 Wochen. Ja, Rheinmetall ist der klassische trendstarke, trendstabile Wert.
Ja, ich bin fast geneigt zu sagen, wobei man damit vorsichtig sein sollte, der Krisenprofiteur oder der Profiteur der aktuellen geopolitischen Lage. Ganz lange war die Rheinmetall wirklich hier oben im grünen Bereich, ja, im grünen Viertel, wo wir, wie gesagt, einen kurz- und einen langfristigen Aufwärtstrend haben. Und im Moment konsolidiert die Aktie ein bisschen und das spiegelt die Lage im Trendkompass wider. Denn kurzfristig sind wir im Konsolidierungsmodus und das zeigt hier das Rutschen aus dem grünen Bereich in den orangenen Bereich. Und dann hat man vielleicht auch so mal eine Idee, hier war langsam eine lange Zeit eine sehr trendstabile und trendstarke Aktie. Aber ganz auf grün steht die Börsenampel nicht mehr, sondern vielleicht ist es mehr so die Gelb- oder die Orange-Phase im Moment, um ganz konkret im Bild zu bleiben. Und gerade über diese Veränderungen kann man sich auch noch mal ja, eine tolle Anregung holen. Und das ist was, wenn sich Anlegerinnen und Anleger fragen, wie kann ich denn eigentlich Trends selber erkennen, Trends selber filtern? Der Trendkompass ist das Tool dazu. Und für mich ist das oft auch ja, eine Ausgangsbasis für meine Analysen im Daily Trading. Denn das hier ist wirklich ja, objektiv diese Auswertung, die ist unbestechlich, da ist keine subjektive Komponente drin enthalten, da ist kein Ermessensspielraum drin. Und wenn dann im zweiten Schritt, so mache ich das, das hier ist sozusagen dann die Vorselektion und dann schaue ich mir einen konkreten Kursverlauf, einen konkreten Chartverlauf an. Wenn der Chart dann auch noch spannend daherkommt, dann habe ich möglicherweise einen Trading-Kandidaten für das Daily Trading gefunden und einen, den ihr dann in den nächsten 1, 2, 3 Tagen bei mir im Newsletter dann auch lesen könnt. Okay, das ist schon mal spannend, auf jeden Fall klar, eine gute Empfehlung auch für Leute, die da so ein bisschen erstmal ein Gefühl für bekommen wollen, welche Werte wo stehen. Ja, würde ich sagen, gehen wir mal direkt weiter zur eigentlichen Chartanalyse. Du hast ein bis zwei Beispiele mitgebracht. Genau, die Psychologie, 2, 3 Mal haben wir sie schon angesprochen und unterm Strich führt die dazu, dass wir ja wiederkehrende Chartmuster ausprägen. Und eines habe ich hier mitgebracht, vielleicht auch das bekannteste, das es gibt, die berühmt-berüchtigte Schulterkopf-Schulter-Formation, in dem Fall ja sogar eine inverse Schulterkopf-Schulter-Formation. Ich nehme mal noch eine Sache hier raus, dann kann man hier linke Schulter, Kopf, rechte Schulter als Trendwendeformation. Und wenn hier die Nackenlinie der Formation überwunden wird, dann geht der Charttechniker tatsächlich von einer nachhaltigen Wende zum Besseren aus. Ich habe jetzt ganz bewusst mal unterschlagen, um welchen Basiswert ist nämlich der Hang Seng Index es sich handelt. Weil es soll nicht so um die Kursprognose gehen, sondern mehr um sozusagen die Lernkurve und aufzuzeigen, wie man so eine Schulterkopf-Schulter-Formation zu lesen, zu interpretieren hat. Also es gibt ein Kurstief, bildet die linke Schulter, nochmal ein tieferes Tief, ja, das ist der Kopf, und dann ein erneutes Tief als rechte Schulter auf höherem Niveau. Und daran kann man rein von der Psychologie schon mal erkennen, damit der Abwärtstrend intakt wäre, müsste es eigentlich zu einem tieferen Tief kommen. Ja, der Trend ist so lange intakt, wie ich, wenn wir einen Abwärtstrend haben, fallende Hoch- und fallende Tiefpunkte habe. Und das ist hier an der Stelle nicht mehr der Fall. Und im Gegenteil, in dem Moment, in dem ich die Nackenlinie, das, was ich hier im Chart gestrichelt habe, eingezeichnet habe, überwinde, ja, kann ich sogar erstmalig einen Aufwärtstrend interpretieren, nämlich wir haben ein Tief, ein Hoch, ein höheres Tief und ein höheres Hoch. Das ist die Definition für einen Aufwärtstrend. Und daran kann man so ein bisschen erkennen, dass diese Kursmuster, wo man manchmal vielleicht so ein bisschen auch die Vorurteile hört, warum sagt mir denn Schulterkopf-Schulter-Formation, dass das eine Trendwende ist? Die kann man objektivieren und daran kann man erkennen, ja, der Aufwärtstrend hat sich ausgeprägt. Daran kann man die Trendwende von abwärts auf aufwärts tatsächlich festmachen. Also am Ende
sind diese Chartmuster weniger Hokuspokus, als man das manchmal so ein bisschen salopp unterstellt und auch unterschwellig, das den Technikern immer so ein bisschen in die Schuhe schieben möchte. Okay. So, und das Beispiel hier, sorry Felix, die Pferde gehen mit dem Techniker durch, ich komme in den Erzählmodus, ja. Das ist hier sogar ein absolutes Spezialbeispiel, weil ich habe am aktuellen Rand hier diese inverse Schulterkopf-Schulterformation und deswegen hatte ich hier noch so einen zweiten Bogen eingezeichnet, weil das möglicherweise mal ein verschachteltes Kursmuster wird, bevor jetzt zu viele Leute ausschalten. Diese SKS-Formation ist möglicherweise gleichzeitig Teil eines größeren Doppelbodens. Also dieses Tief hier aus dem Jahr 2023 und das vom Januar 2024 bildet möglicherweise auch hier so eine große untere Umkehrformation, nämlich einen großen Doppelboden. Und dann hätten wir auf dem Wege auch gleich nochmal ein zweites Muster besprochen. Und daran ja, kann man erkennen, wie so ein Rad ins andere greift. Aber ich glaube, das Thema verschachtelte Kursformationen, das müssen wir uns mal für eine Folgesendung nochmal explizit vornehmen. Dazu dann gerne nochmal ein zweites Interview, was noch mehr in die Tiefe geht. Aber okay, wir halten schon mal fest, Schulterkopf-Schulterformation ist in der Tat, glaube ich, vielen Leuten ein Begriff, zumindest der Begriff an sich. Aber jetzt haben wir es mal schön in der Praxis gesehen. Aber wir haben ja gesagt, wir wollen uns jetzt gar nicht nur auf Aktien bzw. auf Indizes beschränken. Vielleicht magst du ja nochmal eine andere Asset-Klasse zeigen und da auch nochmal die Formationen, sollte es denn welche geben, nochmal kurz zeigen. Aber sehr gerne doch. Ich habe den Goldpreis rausgegriffen, weil das hier ist tatsächlich einer meiner Lieblingscharts im Moment. Das ist der Goldpreis auf Jahresbasis. Seit vielen, vielen Jahren darf ich einen technischen Jahresausblick schreiben. Und ja, da ist sozusagen die Analyse der höchsten aller Zeitebenen, sprich auf Jahresbasis. Das ist oftmals mein Entree, mein Einstieg in die Analyse. Hier ist also tatsächlich so, dass eine Kerze die Kursentwicklung von einem kompletten Jahr, also von 12 Monaten, abbildet. Und ich habe eben den Artikel 1 Grundgesetz der technischen Analyse zitiert. The trend is your friend, ja. Gleich danach kommt, dass es erstmal Trends gibt, ja, mitunter auch sehr starke Trends, weil wir hier 12 positive Jahreskerzen in Serie ausgeprägt haben. Und genauso gibt es trendlose Phasen. Die trendlosen Phasen, die nennt man Konsolidierungen. Und dafür ist Gold wirklich auch ein schönes Beispiel, dass wir hier über auch 12 Jahre am Ende aller Tage eine seitliche Konsolidierungsphase durchlaufen haben. Und jetzt ja, gehen wir noch mal ein bisschen tiefer in die technische Analyse rein, denn diese langgezogenen Konsolidierungen, die legen regelmäßig den Grundstein für den nächsten Trendimpuls. Korrekterweise müsste ich an der Stelle sagen, für den nächsten Aufwärtstrendimpuls, ja, weil wir kommen hier von unten. Wir haben einen Aufwärtstrend gehabt, der pausiert und der Ausbruch, den wir jetzt gesehen haben, legt den Grundstein für den nächsten Trendimpuls. Und das gilt umso mehr, wenn man das hier sieht. Ich versuche das jetzt mal auch live noch einzuzeichnen. Für viele Techniker ist das hier vielleicht auch sowas wie eine Untertassenformation, so eine langgezogene Badewanne. Auch ein klassisches trendbestätigendes Kursmuster. Also eines, was mir als Anlegerin oder als Anleger sagt, dass der vorangegangene Aufwärtstrend wieder Fahrt aufnimmt, wieder Momentum entwickelt und Dynamik aufbaut. Und vor dem Hintergrund war jetzt die Kursentwicklung des Goldpreises in diesem Jahr zumindest für uns als HSBC keine Überraschung. Wir haben einen schönen Ausbruch auf neue Rekordstände gesehen. Und wir denken auch, wenn man so ein bisschen über den Tellerrand hinausblickt, dass dieser Trend, ja, wenn man vorher 12 Jahre seitwärts gegangen ist und jetzt kommt der Ausbruch, dann sollte der auch länger als 2 Monate tragen. Sprich, wir halten die Trendfortsetzung,
Ja, für das wahrscheinlichste Szenario. Das ist auch vereinbar mit unseren Methoden der technischen Analyse. Und nochmal zurückkommen zu dem Untertassenmuster. Wenn ich hier die Formation messe oder die Höhe der Formation messe und das nach oben projiziere, das ist so die gängige Vorgehensweise. Also auch das kann ich vielleicht einzeichnen. Ja, das hier als Höhe der Formation. Und damit man es vielleicht ganz gut erkennen kann, machen wir das auch nochmal ein bisschen breiter. Und da würde ich hergehen an das Ausbruchslevel, das hochprojizieren. Und dann landet man bei einem Kursziel, langfristigen Kursziel von 2.800 Dollar pro Unze. Und dann haben die Zuschauerinnen und Zuschauer hier an der Stelle auch nochmal sozusagen das Beispiel, wie man exemplarisch solche Chartformationen dann auch zur Kursstilbestimmung heranziehen kann. Aber du hast ja eben auch ganz bewusst auch nochmal von Wahrscheinlichkeiten geredet, ne? Das sollte man natürlich immer im Hinterkopf behalten, glaube ich, ne? Dass natürlich, sagt man so schön, man hat eben nicht die Glaskugel. Also man schließt eben aus den vergangenen Kursbewegungen auf eine wahrscheinliche künftige Kursbewegung. Ist das richtig? Ja, Felix, sehr guter Hinweis. Danke für den Disclosure-Disclaimer an der Stelle. Ja, also die Glaskugel, ich suche sie noch vergebens. Ja, wahrscheinlich ist das auch eine Lebensaufgabe. Spaß beiseite. Am Ende kann technische Analyse, und das ist wirklich deswegen bin ich dankbar für den Hinweis, sehr gut dazu rangezogen werden, kritische Marken zu definieren. Ich habe eben schon mal die institutionellen Investoren angesprochen. Es gibt einen ganz großen bekannten deutschen Fondsmanager, der schickt mir immer ein Excel-Sheet in der ersten Handelswoche des neuen Jahres. Und ich soll Werte in sein Excel-Sheet übertragen. Er fragt aber nicht nach den Kurszielen, sondern, und das finde ich eine sehr schöne Herangehensweise, er fragt nach den Risikomarken. Wo muss ich denn den Stop-Loss haben? Wo nimmt das Chartbild für DAX, für S&P 500, für Gold ernsthaften Schaden? Ja, und das ist also sozusagen die Betrachtungsweise mal so ein bisschen umgedreht, das Risikomanagement und das Money Management in den Vordergrund gerückt. Und da kann technische Analyse natürlich auch sehr gut für helfen. Und ja, lange Rede, kurzer Sinn, machen wir es vielleicht beim Goldbeispiel auch nochmal ganz konkret. Wenn wir die alten Rekordstände, diese Ausbruchsmarken hier, die ich jetzt mit der Maus nochmal zeige, 2070, 2072 Dollar pro Unze unterschreiten sollten, dann würde sich diese charttechnische Einschätzung, dass wir eine Trendfortsetzung und den Goldpreis weiter stark und weiter à la long sehen, ändern wollen. Dann würde ich die ändern wollen. Dann muss man diese Einschätzung revidieren. Und dann haben wir auf dem Wege im Sinne des vorsichtigen Kaufmanns vielleicht auch sowas wie eine strategische Absicherung beim Goldpreis eingezogen. Okay, das waren jetzt auf jeden Fall zwei sehr schöne Beispiele, finde ich. Das war jetzt sehr auch haptisch und gut verständlich, wie man eben anhand der Charts so ein bisschen versucht, in die Zukunft zu blicken. Ich weiß nicht, hast du noch ein drittes Beispiel oder wollen wir es dabei belassen? Also wir können uns natürlich gerne das, was wahrscheinlich auch die meisten Zuschauer unter den Nägeln brennt, gerne auch nochmal so den DAX anschauen. Ja, zweite Quartal ist ja ein bisschen holpriger, ne? Wir hatten im Bilderbuch Start in das Jahr und dann kam Ostern und das fiel halt genau mit dem Quartalswechsel, mit dem Quartalsultimo Q1 zu Q2 zusammen. Und seither ist nicht zum ersten Mal so ein bisschen Verschnaufpause und Atempause angesagt. Verschnaufpause und Atempause sind die entscheidenden Stichworte an der Stelle. Denn wenn man jetzt mal die Rallye sieht, die wir im DAX seit ja, Herbst vergangenen Jahres hatten, dann war das ja sehr idealtypisch, sehr dynamisch gen Norden. Wir haben im Dezember und Januar so eine erste Konsolidierungsphase durchlaufen und möglicherweise jetzt im zweiten Quartal erneut sowas. Und beide Formationen
sind so abwärts gerichtet gegen den Trend. Vielleicht, ja, wenn man sich das als Fahnenmast vorstellt, kann man das als Flagge interpretieren. Und so heißt die Formation tatsächlich auch. Das ist eine charttechnische Konsolidierungsflagge, die wir im DAX ausgeprägt hatten, Dezember, Januar und möglicherweise aktuell auch, sind jeweils Korrekturmuster gegen den Trend und der Ausbruch aus der Flagge signalisiert, dass die ursprüngliche Trendrichtung wieder aufgenommen wird. Also auch Fortsetzungsmuster und Formationen, die ja darauf hoffen lassen, dass vielleicht noch mal ein bisschen was Gutes nachkommt. Jedenfalls, dass es zu früh ist, diesen idealtypischen Aufschwung, den wir seit Ende Oktober losgetreten haben, den schon zu den Akten zu legen. Dafür ist es aus charttechnischer Sicht zumindest definitiv zu früh. Also quasi nochmal ich übersetze das nochmal kurz für mich, die erste Flagge und der danach folgende Aufwärtstrend, da sagt jetzt quasi die Analyse oder sagt der technische Analyst, dass dadurch, dass da jetzt nochmal eine ähnliche Flagge, also diese Korrekturflagge ist, dass dieser erste Aufwärtstrend sich jetzt wiederholen könnte. Oder dass es wahrscheinlich ist, dass es eben jetzt wieder einen Aufwärtstrend gibt, weil eben dieses Muster so ähnlich ist. Genauso, Felix, kann man das zusammenfassen. Erstmal generell sind Flaggenformationen Muster, die ich total gerne habe. Sie kommen regelmäßig und häufig tatsächlich vor. Sind, glaube ich, ganz gut auch für Menschen, die sich erstmalig mit der oder relativ früh mit der technischen Analyse auseinandersetzen. Sind sie, glaube ich, trotzdem ganz gut im Chartverlauf zu erkennen. Ja, und deswegen war das DAX-Beispiel, glaube ich, so prägnant, weil so wünscht man sich das ja, wenn man so einen Termin, wie wir beide hier vereinbaren, dass man gerade eine Formation am aktuellen Rand hat, ne? Dass man nicht sozusagen nur sich in der Vergangenheit befindet, sondern dass man dann auch gleich nochmal die Brücke sozusagen für die Kursprognose mit Sicht auf der nächsten, auf Sicht der nächsten 2, 3, 4 Monate dann auch schlagen kann. Okay, dann würde ich sagen, erstmal bis zu dieser Stelle vielen Dank. Und Sehr das gerne. führt uns jetzt auch tatsächlich schon so ein bisschen zu unserer Abschlussfrage, die du schon so ein bisschen fast beantwortet hast. Vielleicht magst du uns noch so einen ganz kleinen Marktausblick geben auf das zweite Halbjahr 2024. Was glaubst du, wie es an den Märkten, an den Börsen so weitergehen wird im Laufe des Jahres? Ja, Felix, eigentlich müsste ich jetzt im bester Thomas Gottschalk-Manier sagen, die nachfolgenden Sendungen verschieben sich auf unbestimmte Zeit, ja, weil das ist jetzt ein Thema sozusagen für ein eigenständiges Webinar. Ich versuche es mal in der ganz kurzen Variante. Ja, Flaggen haben wir schon angesprochen, also eher ein trendbestätigendes Kursmuster. Und ich habe vielleicht noch ein weiteres Argument, weil ich wollte nicht zu viel spoilern. 2024 ist ein Wahljahr in den USA. Es ist uns ja, glaube ich, schon ganz gut ins Gedächtnis gerufen worden. Und das ist auch so ein bisschen die Brücke zur fundamentalen Prognose oder zur Fundamentalanalyse geschlagen. Natürlich hat eine Wahl in den USA einen signifikanten Einfluss auf die Kapitalmärkte. Und der Techniker versucht das ein bisschen anders greifbar zu machen, wie die Kollegen auf der anderen Analyseseite. Wir schauen gerne auch auf Zyklen, schauen uns an, wie hat sich der Dow Jones denn typischerweise in US-Wahljahren entwickelt. Das ist der Präsidentschaftszyklus. Und in Wahljahren in den USA ist es häufig so, dass das zweite Halbjahr dann auch noch mal, eigentlich ist das die beste Marktphase im Wahljahr. Und das würde zumindest zu den Konsolidierungsformationen im DAX passen, dass es zu früh ist, den Bullen an der Stelle zu begraben, dass wir sogar im zweiten Halbjahr in eine Phase kommen, wo man nochmal Rückenwind hat. So ein bisschen eingänglich formuliert, die Hochphase des Wahlkampfes in den USA, die könnte die Börsen tatsächlich nochmal so ein bisschen beflügeln. Und vor dem her, vor dem Hintergrund, ja, Chart plus Zyklik, das ist auch ein gutes Beispiel, wie wir
ja, im HSBC Daily Trading technische Analyse verstehen, dass wir immer versuchen, drei, vier, fünf Argumente zu beleuchten und nicht nur eine Trendlinie irgendwo einzeichnen und sagen, aufgrund dieser Trendlinie wird dies oder jenes passieren. Das sehe ich sogar ein bisschen kritisch, bisschen heikel. Das ist zu sehr vereinfachend. Aber unterschiedliche, die gesamte Klaviatur der technischen Analyse nutzen, unterschiedliche Argumente zusammenpacken, also nicht nur Charttechnik, auch Zyklen, auch Indikatoren. Und wenn man das tut, trifft man zumindest hier einen Jörg Scherer, der nicht besonders bärisch ist und wo man den trendfolgenden Charakter der technischen Analyse betonen muss. Vor dem Hintergrund hält das zweite Halbjahr im Wahljahr vielleicht auch noch mal die ein oder andere positive Überraschung bereit. Mit diesem optimistisch angehauchten Schlusswort sage ich an dieser Stelle erstmal vielen, vielen Dank, Jörg Scherer. Wir nähern uns dem Ende unseres Interviews. Vielen Dank für diese wirklich, wirklich spannenden und erleuchtenden Einblicke. Ich hoffe, das hat jetzt ein paar Zuschauer so ein bisschen abgeholt, wie denn die technische Analyse funktioniert. An dieser Stelle ein kurzer Hinweis. Ich werde in der Videobeschreibung auch noch ein paar Links setzen, wo man sich zum Thema technische Analyse auch nochmal ein bisschen einlesen kann. Und ja, zum Abschluss, Jörg, habe ich noch eine Frage bzw. eine Bitte an dich. Wenn jetzt der eine oder die andere Zuschauerin jetzt sagt, Mensch, der Scherer, von dem möchte ich gerne mehr sehen, mehr hören, mehr lesen, auf welchen Kanälen bist du denn so noch unterwegs? Wo kann man dich noch konsumieren? Ja, genau. Danke für die Steilvorlage, Felix. Ich hoffe, ich habe ein bisschen Appetit auf technische Analyse machen können, habe auch hoffentlich so ein bisschen zwischen den Zeilen andeuten können, dass das ein Steckenpferd ist, dass da mein Herzblut drinsteckt. Das legen wir jeden Tag in das HSBC Daily Trading. Das ist also der jetzt schon angesprochene oder mehrfach angesprochene Trading Newsletter, den ich seit fast 20 Jahren schreiben darf. Auch einer der meistgelesensten Trading-Newsletter in Deutschland, hspc-zertifikate.de. Dort findet er alle Informationen. Und ansonsten produzieren wir jede Woche ein Video, jede Woche einen Podcast. Da darf man gerne reinschauen, reinhören. Und zu guter Letzt wird auch Social Media immer wichtiger. Wenn ihr mir also über LinkedIn beispielsweise eine Kontaktanfrage zukommen lassen möchtet, dann Feuer frei, möge das Postfach überquellen, ja? Wunderbar. Ich habe euch auch ein paar dieser Links, die der Jörg gerade angesprochen hat, auch nochmal in die Videobeschreibung gepackt. Alles klar, Jörg, ich würde sagen, vielen, vielen Dank, dass du hier unser Gast warst und bis hoffentlich ganz bald. Ein Hinweis noch, den ich gerne noch geben möchte, die Finanzen der Ratgeber Webinarreihe. Auch da ist Jörg Scherer immer mal wieder zu Gast als Referent und vielleicht begrüßen wir dich da ja auch demnächst mal wieder. Sehr gerne, Felix. Alles klar, vielen Dank und bis bald. Ciao. Ciao.